Das Geheimnis des verzauberten Waldes. Eine KI-generierte Kurzgeschichte. In einem weit entfernten Land, wo das Mondlicht über einen verzauberten Wald herrschte und die Bäume in geheimnisvollem Glanz erstrahlten, lebte eine Elfenprinzessin namens Seraphine. Sie war die Hüterin der Kristallquelle, einer Quelle von unermesslicher Magie, die tief im Herzen des Waldes verborgen lag. Doch seit einiger Zeit war der Wald von einer düsteren Bedrohung umgeben und Seraphine spürte, dass etwas Unheilvolles im Gange war. Eines Nachts, als das Mondlicht durch die Blätter der Bäume schien und den Wald in silbrigen Glanz tauchte, hörte Seraphine das Flüstern des Windes, das ihr von einer bevorstehenden Gefahr kündete. Mit einem schweren Herzen machte sie sich auf den Weg zur Kristallquelle, um nach Antworten zu suchen. Als sie die glitzernden Wasserspiegel erreichte, sah sie, dass das Wasser trübe und getrübt war und das Mondlicht der Sterne, das normalerweise in den funkelnden Kristallen reflektiert wurde, war erloschen. Mit einem tiefen Seufzer verstand Seraphine, dass die Dunkelheit, die den Wald umhüllte, auch die Kristallquelle bedrohte. Entschlossen, den Wald und seine Bewohner zu retten, beschloss Seraphine, eine alte Legende zu erkunden, die von den Drachenflügeln sprach. Einem mächtigen Artefakt, das einst von einem legendären Drachen getragen wurde. Es wurde gesagt, dass die Drachenflügel die Fähigkeit hatten, das Böse zu vertreiben und den Wald vor jeglicher Dunkelheit zu schützen. Mit einem mutigen Herzen und dem Glauben an ihre Mission begann Seraphine ihre Reise durch den verzauberten Wald. Sie folgte den Sternen und dem glitzernden Pfad des Sternstaubs, der sie durch das undurchdringliche Dickicht führte und ihr den Weg zur Höhle des legendären Drachen zeigte. Als sie die Höhle erreichte, wurde Seraphine von einem mächtigen Drachen begrüßt, dessen Schuppen im Licht des Mondes glänzten. Mit sanfter Stimme und einem Gebet um Hilfe bat sie den Drachen um die Drachenflügel, um den Wald zu retten. Nachdem der Drache ihre Entschlossenheit und Reinheit des Herzens erkannte, willigte er ein und überreichte ihr die mächtigen Flügel. Mit den Drachenflügeln auf ihrem Rücken flog Seraphine hoch über den verzauberten Wald, ihre Gestalt im Mondlicht wie ein strahlender Stern am Nachthimmel. Sie breitete die Flügel aus und entfesselte die gebündelte Macht des Sternstaubs, der die Dunkelheit vertrieb und das Licht und die Magie in den Wald zurückbrachte. Als Seraphine mit den Drachenflügeln auf die Erde zurückkehrte, wurde sie von den Bewohnern des Waldes mit Jubel und Dankbarkeit empfangen. Der verzauberte Wald erstrahlte wieder in seiner vollen Pracht und die Kristallquelle sprudelte vor reinem Licht und Magie.